Ich habe verschiedene Professoren gehabt und vieles von ihnen gelernt, aber der Nikolaus Harnoncourt war ein Augenöffner. Er hat uns Studenten etwas Fantastisches gelehrt, dass Musik viel mehr ist als Klangschönheit. Das ist eine Kommunikation, eine Sprache und wir müssen es verstehen und wir müssen es verständlich machen. Klangschönheit war ihm überhaupt nicht lieb. Ich erinnere mich, ich habe Cello gespielt in der Mitte eines Zimmers, Studenten rundherum und der Harnoncourt sagte als Lehrer, sowas wie ein schöner Ton gibt es nicht, nur Töne, die irgendwie im Zusammenhang mit anderen Tönen sind. Und wir Studenten, wir protestierten. Und ich musste auf dem Cello beweisen, dass ein schöner Ton, dass es gibt. Und da saß ich und ich habe einen wunderschönen Ton gespielt mit voller Seele. Und Harnoncourt hat sofort diskutiert. Aber Herr Fischer, das stimmt nicht. Das war nicht ein Ton, das waren viele verschiedene Tonfarben in diesem einen Ton. So war er, ein wunderbarer Lehrer und ein sehr guter Freund.